Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videorezension mit den Actionfiguren und Fahrzeugen aus der Vintage Collection von Hasbro zu Star Wars The Mandalorian. Und heute steht, wie ihr seht, der N1 Starfighter des Mandalorianers auf dem Tisch, dem auch eine, ja, da oben kann man sehen, auch eine Figur wieder beiliegt. Vorweg, ich werde es wieder so machen wie bei Antok Merricks X-Wing, dass ich erstmal die Figur vorstelle, also die dann aus der Packung hole und dann in der nächsten Folge eben dann den Starfighter, den N1 eben auspacken werde und zusammenbauen werde und unter die Lupe nehmen werde. Aber schauen wir uns erstmal die Verpackung an. Natürlich oben das Mandalorian-Logo drauf, dann The Mandalorians in ein Starfighter, die Bezeichnung. Und ja, dann was eben in der Packung dann drin ist. Den Karton kann ich jetzt schon mal so ein bisschen vorstellen. Sieht also schon mal sehr adrett aus. Gehe jetzt aber nicht so sehr ins Detail, denn es geht ja um die Figur. Den Karton nehmen wir uns dann nochmal vor. Ich schnippel hier erstmal die Seite auf. Ich hoffe, dass es die richtige war oder dass ich den auf der Seite ganz gut rausbekomme. Ah, hier ist ein kleiner Eingriff. Ist auch schön, ne? Ja, dass man da besser reinkommt. Und dann hoffe ich, kann man das Ganze rausziehen, was aber auch nicht geht, wie man sieht. Ich zerre jetzt hier rum und nichts passiert. Ja, das war ja wieder klar. Also dann doch die zweite Seite auch nochmal aufgeschnitten. Mal gucken, was hier passiert. Ah, da liegen schon mal Zettel dann drin für den N1. Auch an der Seite wieder ein Eingriff. Es ist nicht so einfach. So, naja, ich hole ihn jetzt mal ganz raus. Mal gucken, wie ich den dann gleich wieder reinschiebe. Es geht nicht so gut. Kurzer Blick schon mal in die Packung. Hier haben wir hier keine Folien mehr als Abdeckung, sondern auch Papier. Ja, so ein sehr glattes Papier. Und hier liegt dann schon mal die Figur drin. Um die geht es ja. Das stopfe ich da wieder rein. Der Fighter sieht soweit schon mal sehr schön aus. Und ich schiebe das Ganze jetzt wieder hinein. So, nee, sondern nicht. Ich muss es eben mal kurz schon mal so machen, denn ich weiß sonst nicht, wie ich den an die Seite stellen soll, ohne dass der Karton Schaden nimmt oder irgendwas rauspurzelt. So. Laschen wieder zu. Lästig. Lästig, lästig. Das ist alles so ein bisschen. So, einmal. Und zweimal. So, dann kann ich ihn ganz bequem an die Seite stellen und wir haben jetzt die Figur auf dem Tisch. So, ja, schauen wir uns die Figur mal auf Karte an. Es ist die VC292 292. Sind wir schon wieder fast bei 300 Vintage Collection Figuren, von denen ich aber, wie ihr wisst, ja nicht hier alle habe. Bei manchen ziehe ich mich dann doch so ein bisschen zurück. So, ja, sieht ganz gut aus, sieht nett aus. Auch wie er so in die Kamera schaut und auch Grogu da oben mit drin sitzt. Ja, dann die Figur sieht soweit auch okay aus, erst einmal. Auf der Rückseite sind noch ein paar andere Figuren, ein paar reguläre Figuren mit abgebildet. Darth Vader Death Star 2, wo er dann den Helm abnimmt. Ja, okay, nochmal Mandalorian N1 Starfighter. Ach, das ist der hier, genau. Also da haben wir hier den The Mandalorians N1 Starfighter und hier haben wir The Mandalorians, Klammer auf, N1 Starfighter, Klammer zu. Ja, kleiner Unterschied, ne, dass er auf das S kommt an und auf die Packungsgröße. Okay. Ja, ich werde jetzt mal ganz kurz die Drehung aufnehmen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und weiter geht's mit dem Auspacken der Figur. Die Karte hatten wir uns ja eben schon mal kurz angeschaut. Und dann schnibbel ich jetzt mal wieder den Blister von der Karte. So. Und zupfe die Figur da raus. So, dadurch, dass es eine Beipackfigur zu einem Fahrzeug ist, fehlt natürlich auch dann der oder liegt der Beipackzettel der Figur nicht bei. Und ja, das ist Din Djarin bzw. The Mandalorian, der Mandalorianer auf dem Blister. Hat noch drei Waffen mit dabei. Nee, dreieinhalb, sagen wir so. Einmal haben wir hier das Dunkelschwert, allerdings nicht bemalt. Oder hat es eine weiße Klinge? Doch, hat die weiße, weiße Kante, ne, diesen Schimmereffekt. Dann der Griff des Dunkelschwerts
Dann sein Beskar-Stab. Ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Sein Blaster. Gut, hinten ist noch das Jetpack. Ich denke mal, das Ding kann man auch abnehmen, wenn man ihn in den N1 hineinsetzt. Und was man schon mal sehen kann, ja, da fällt das schon raus. Da hat sich dann das Ganze schon erledigt. Und ein Stoffcape, damit er eben vernünftig auch sitzen kann. Und hat er denn, wie funktioniert das Ganze? Da ist ein Loch, da ist ein Loch, da ist ein Loch. Ist denn im Cape auch ein Loch? Nein, im Cape ist kein Loch. Achso, dann kann sein, dass man das Cape dann... Nee, hat er ja unter, ne? Irgendwie? So? Hat er ein Jetpack überm Cape oder unterm Cape? Jetzt bin ich etwas überfragt. Okay. Das ist natürlich sehr, sehr noobmäßig. Okay, so, dann zupfe ich jetzt schon mal die beiden Teile raus. Ich mag es nicht, sprachlos zu sein. So. So eine Labertasche wie ich und dann ohne Worte, das ist nicht gut. Wenn die Lücken zu groß sind, muss ich dann wieder schneiden. Deswegen, während ich hier schneide, rede ich ein bisschen, damit ich nicht in die Verlegenheit komme, dann zu schneiden. Also das Video zu schneiden, meine ich. So. Aber hier haben sie wieder richtig schön mit Tesa übertrieben. Dunkelschwert. Und Dunkelschwert. Griff. So. Das Ding kann zur Seite gelegt werden. Ich schaue mir jetzt nachher mal an, wie das bei den Figuren ist, wo das Cape, wo der ein starres Cape hat. Wie es denn da aussieht. So, er hat aber keinen Helm zum Abnehmen. Das ist wieder der Kopfhelm quasi, wo beides eins ist. Und ja. Guck mal, wie er steht. Ja, doch, steht eigentlich ganz gut. Cape steht jetzt ein bisschen zurück, habe ich jetzt noch nicht hindrapiert. Aber das sieht schon mal alles sehr gut aus. Auch von der Bedruckung her gefällt er mir sehr gut. Sauber bedruckt am Helm. Gut, da ist jetzt nur das Visier, was bedruckt ist, aber trotzdem sauber abgesetzt. Seine Rüstung sieht gut aus. Mir gefällt auch dieser etwas dunklere Silberton. Von der Mattigkeit her, wenn man ins Licht dreht, auch so die Reflexion, das Dunkle, was man halt von dem Beskar, ne, ich mache jetzt mal so Anführungsstriche, kennt. Das ist halt auch immer so, je nach Lichtanfall mal sehr dunkel wirkt, fast schwarz wirkt und dann auch mal wieder sehr hell wirken kann. Und das kommt hier also wirklich bei der Lackierung sehr gut rüber. Sonst die Details, Faltenwürfe, Bedruckung des Gürtels, sieht gut aus. Die Oberschenkelschoner, die Rüstungsteile, unten die Flares. Ja, es sieht von der Bedruckung wirklich sehr gut aus. Von der Seite gesehen, auch die Details auf dem Gauntlet sind schön scharf erkennbar. Der Faltenwurf am Arm sieht gut aus. Das Holster sieht gut aus. Ja, kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Auf der Rückseite, sonst die Details, die Bemalung, kommt auch sehr gut rüber. Ja, und dann zeige ich jetzt nochmal die andere Seite. Ist ja selten, aber hier mache ich es mal wieder. Auch die Details auf dem Gauntlet. Die Zwitschervögel, der Zwitschervögel-Auswerfmechanismus, ja, ist auch vorhanden. Sieht auch sehr detailliert aus. Dann die... Das müsste jetzt auch die, sind das die Pucks oder sind das Granaten? Ja, ich denke mal, das sind Granaten, ne? An der Seite, was aber auch sehr schön fein detailliert modelliert ist. Dann sein Jetpack, ja gut, da ist jetzt nicht viel gemacht worden, da ist nichts, nichts bemalt worden, nichts zumindest von der Bemalung her detailliert, aber sonst von den Gravierungen sehen das Ganze gut aus, allerdings vom Kunststoff her. Ja, ist so silber gefärbter Kunststoff und der wirkt halt jetzt nicht ganz so prall wie der lackierte, die lackierten Bereiche von Helm und Rüstung. Aber ja, gut, das schauen wir uns nachher nochmal an, wie es denn mit dem Aufstecken aussieht, ob das Cape drüber oder drunter muss. So, da haben wir hier seinen Beskar-Stab. Der ist in einem dunklen Kunststoff gefertigt. Auch jetzt von den Schattierungen, ja, gut, dieses Beskar ist ja immer dieses Schwanken zwischen hell und dunkel. Aber ja, das ist so ein dunkelgrauer, aber leicht metallischer Kunststoff, der dafür gewählt wurde. Ist halt sehr schlicht, auch in der Serie zu sehen. Aber ja, packen wir mal zur Seite.
Dann nehme ich jetzt mal seinen Blaster mir erstmal vor. Der sieht da schon um einiges besser aus. Auch vom Silberton. Dann ist das, der Griff ist bemalt. Ja, ist zwar nicht jetzt irgendwie gewettert oder sonst irgendwas, aber auch mit schönen Gravuren auf jeden Fall versehen. Kommt soweit dann auch gut rüber. Dann haben wir das Dunkelschwert. Der Griff sieht soweit auch okay aus. Ja, sehr dunkel eben gehalten. Das ist der Dunkelschwertgriff, ne? Ja, doch, würde ich mal sagen. Das ist der Griff, oder nicht? Nee, ist er nicht. Jetzt muss ich mal überlegen, was ist das hier? Ich habe gedacht, dass der Dunkelschwertgriff ist. Ja, bin ich jetzt... Sieht mehr aus wie eine Schulterstütze von irgendwas. Gut, also dieses kleine Teil ist nicht großartig bemalt. Ich weiß echt nicht, was es ist. Entschuldigung. Ist ein Messer? Nee, kann ich jetzt absolut nicht sagen. Also der Dunkelschwertgriff... Ich hätte jetzt gedacht, das wäre der Griff vom Dunkelschwert, aber... Gut, kommen wir jetzt mal zum Dunkelschwert. Da muss ich gleich mal gucken, was das sein könnte. Ansonsten war es eben gerade mitzulesen, was das sein soll. So, dann haben wir das Dunkelschwert in schwarz gehalten. Sehr weich vom Kunststoff her, ein bisschen verbogen. Müsste man mit einem Heißwasserbad sicherlich auch hinbekommen. Ist aber ein sehr flexibler Kunststoff, fast gummiartig. Gravuren soweit auch okay. Der Griff ist dunkel glänzend, also schwarz glänzend lackiert. Klinge selber wird der Kunststofffarbton sein mit weißen Bemalungen, damit halt eben auch dieser Leuchteffekt dann zustande kommt. So, jetzt hatte ich mir zwischendurch, jetzt fange ich hier seine Waffen ein bisschen runter, mir nochmal ein paar Figuren rausgeholt. Ja, das Cape kann man bei der zum Beispiel sehen, bei der Umsetzung, dass das Cape halt zur Seite geschoben wird, um halt dann das Jackpack dann eben aufzusetzen. Gut, ihn brauche ich eigentlich nicht daneben stellen, dass ja die Version, wie er ganz zu Anfang der Serie aussah. Jetzt ist der Blaster hier abgefallen. So, die stelle ich gleich mal wieder zurück. Und wohin ist die Frage? Dahin. So, und packe die beiden mal eben auf den Stand. Mal schauen, ob das funktioniert. Das klappt gut. Und dann den auch noch mal schauen von den Pack Holes. Ah, funktioniert super. Na, ein bisschen tiefer könnten sie sein, aber das funktioniert auch. Und dann können wir uns die drei auch noch mal eben im Vergleich anschauen. Ja, scheinen auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob da, ja, das ist der gefleckte, der andere. Gut, einfach mal so wirken lassen. Wenn die drei nebeneinander stehen. Auf jeden Fall unterschiedlich von der Bemalung her. Das sieht auf jeden Fall auch ganz gut aus, wenn die so in der Vitrine oder im Regal halt nebeneinander stehen. Was natürlich jetzt bei dem N1 Mandalorian ist, dass er unten den Kniepfeilwerfer hat, was die anderen beiden eben nicht haben. Von den Details her sieht er ein bisschen anders aus, aber es werden wohl auch Teile verwendet worden sein, die bei den anderen Figuren auch schon mit am Start waren. Ja, dann nochmal eben die Sache mit dem Jetpack angeschaut. Die Artikulation, ja, können wir gleich nochmal durchgehen. Habe ich eben nicht dran gedacht. Machen wir auch gleich noch. Okay. So. Ja, ist jetzt ein bisschen schief. Es dreht sich dann so ein bisschen halt raus. Ja. Na, dann hängt das Cape sehr weit rüber. Ist natürlich dann immer wieder. Da ist ja ein Vorteil mit den modellierten Capes, da verrutscht nichts, da kann hier kein komischer Faltenwurf entstehen, wenn alles vormodelliert ist. Aber um den jetzt in den N1 zu setzen, ist natürlich so ein Stoffcape von Vorteil. Auch unten mit dem Ausfransung sieht soweit eigentlich auch ganz gut aus mit den Löchern und ja, das eben nicht ganz so gut eben ist. So, schauen wir eben nochmal kurz auf die Artikulation. Da haben wir einen Kugelgelenkkopf, beziehungsweise wird das dann auch wieder ein diese Hantel sein, dieses neue Gelenk, Dreh- und Beugegelenke in der Schulter, Beuge- und Drehgelenke im Ellenbogen und Beuge- und Drehgelenk in den Händen. Im Bauchbereich ist es möglich, den ein bisschen zu drehen bzw. rumzukugeln. Da ist auch ein Kugelgelenk drin, weil der Gurt dann eben auch mitläuft. Hier oben hat dann auch wieder das Loch für den Blaster, der aber diesmal nicht mit dabei liegt. Dann die typischen Gelenke in den Oberschenkel bzw. im Hüftbereich. Zum Drehen auch nochmal im Oberschenkelbereich. Dann die Drehbeugegelenke im Knie und
Mal schauen. Knick auf jeden Fall. Und zum Drehen, da ist auch wieder dieser Schwenkpunkt, der halt vorne in den Spannen geht. Ne? Da dreht sich halt so hier oben das Gelenk nicht. Nee, es ist zum Schwenken im Fuß. Ist manchmal bei manchen Positionen dann auch gar nicht mal so verkehrt, wenn das eben, wenn der Fuß zum Schwenken ist und eben nicht zum Drehen. Dann nochmal eben geschaut, ob der Blaster ins Holster passt. Ja. Ja, geht sehr gut rein. Sitzt auch fest, rutscht da nicht unbedingt dann heraus. Ja, das ist der falsche Blaster. Der gehört dann zu einer von den Figuren. Ich weiß gar nicht mal für welche. Na, toll. Das sind die Sachen. Und ich hänge jetzt eben noch mal trotzdem noch mal sein Jetpack an. Andere Sachen kann man da jetzt nicht. Gut, ihr werdet jetzt schon wissen, was das dafür ein Teil ist, dieses Griffstück. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, deswegen ich lege das jetzt erstmal alles so hier vorne hin. Gib mir nochmal die Zambeska-Stab in die Hand. Dann schiebe ich einfach mal so. So grob mal durch, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie klappt das auch nicht so, wie ich es vorhatte. In der Hand rutscht er ein bisschen. Das schlabbert ein bisschen hin und her. Dann nochmal eben, ja, ich bin ein bisschen raus, deswegen ich muss erst wieder mich an hier so eine kleine Linie gewöhnen. Natürlich auch den Blaster mal in die Hand geben. Geht aber. Ja, wackelt aber trotzdem ein bisschen hin und her. Also immer darauf achten, wenn man vor der Vitrine Staub saugt, dass da nicht irgendwelche Kleinteile liegen oder eben ein Dyson-ähnliches Produkt nehmen. Ansonsten muss man immer die Staubsaugerbeutel aufschneiden. Das ist ja auch nicht so toll. Ja. Stehen tut er aber ganz gut, auch von alleine. Und das Dunkelschwert ist auch wichtig, dass es halten kann. Und dieses, ich weiß nicht, was es ist. Ich bin gespannt. Geht aber auch ganz gut. Ja. So. Zungeschwert hat er hier noch. Da hat das noch nicht abgetreten an die eigentliche Besitzerin. Ja, soweit dann erstmal zum Mandalorian. Ich gucke jetzt gerade auf die Karte, um abzulesen, dass das der Mandalorian des passend zum N1 Starfighter aus der Serie, aus der Disney Plus Serie The Mandalorian ist. Ja, manchmal. Wenn die Synapsen nicht mehr so ganz so zusammenhaken, dann muss man eben auch solche kleinen Details ablesen. Nein, aber gefällt mir soweit ganz gut. Ich bin gespannt, wie denn dann der N1 aussieht, den ich dann auch mit Vorgängern des N1 auch vergleichen werde, auch hinsichtlich der Größe und vor allem auch wegen der Verpackungsgröße. Das hat mich auch recht gewundert, dass die Verpackung dann doch recht groß ist im Gegensatz zu den Vorgänger N1. In dem Sinne bedanke ich mich erstmal wieder vielmals fürs Reinschalten, fürs Dabeisein und es würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid, wenn es dann eben um das Auspacken und das Zusammenbauen des N1 Starfighter geht. Bis dann und ciao.